Wenn auch jetzt der Fußballsport stark eingeschränkt ist, war das Jahr 2020 für die Jugendarbeit im Fußballverein St. Marein-Lorenzen ein voller Erfolg. Ja, wir haben hier den Förderpreis des Landes Steiermark mit 3.000 Euro in der Hand und der Sportverein, die Sektion Fußball hat das überreicht bekommen. Von unserer Seite kann ich sagen, seitens der Mariner Gemeinde und da ist Lorenzen auch dabei, tun wir natürlich das Möglichste, wenn es darum geht, die Infrastruktur zu erhalten und wo wir können auch verbessern. Wir haben heuer wieder einiges im Budget drinnen. Eine Arena, wie vorhin erwähnt, wird sich nicht ganz ausgehen, aber es wird passend sein für alle, sodass wir auch in Zukunft für unsere Jugend, für alle aktiven Fußballerinnen und Fußballer, weil wir haben ja einige Nachwuchssportlerinnen auch unten, meistens sind natürlich für die Leute, die unten aktiv sind, das bestmögliche Rahmen, die bestmögliche Rahmenbedingungen schaffen. Martin, ihr habt vom Steirischen Fußballverband eine hohe Auszeichnung bekommen, den ersten Platz für die Nachwuchsarbeit des Jahres 2020. Ich glaube, da kann man stolz sein. Ja, als Sektionsleiter, als Verantwortlicher ist man da sehr stolz. Vor allem, es war ein sehr hartes Jahr heuer, muss man dazu sagen, aber es haben wirklich alle super mitgearbeitet und angefangen vom ganzen Trainerteam, über die Kinder, über die Funktionäre, also die ganze Vereinsmannschaft hat wirklich super Arbeit geleistet und auf das ist man sehr stolz. Ja, da ist es um ein Nachwuchsprojekt gegangen. Wie hat das Ganze ausgeschaut und wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass ihr da mitmacht? Ja, das Projekt war im Prinzip ausgeschrieben vom Steirischen Fußballverband unter dem Motto, was hat der Verein unternommen, um in diesem Corona-Stillstand die Jugend wieder für den Fußball zu begeistern. Wir haben uns da gewisse Sachen überlegt. Wir wollten keine sturen Trainingspläne vorgeben, was die Kinder einfach abarbeiten müssen, sondern wir haben die Kinder im Nachwuchsbereich aktiv in den Trainingsplan mit eingearbeitet. Die haben ihre Übungen selber vorzeigen können, haben andere Kinder nominiert. Mit den heutigen Medien wie WhatsApp zum Beispiel ist es ja super möglich. Und das haben alle super mitgemacht und einfach ein riesengroßes Dankeschön an alle Kinder, die was da mitgewirkt haben und natürlich an die Trainer, die was die ganze Organisation und die Umsetzung gemacht haben. Der Herr Bürgermeister ist stolz auf seine Fußballmannschaft da in St. Marein, Lorenzen. Ja, was unsere Mannschaft, unsere Fußballer im Speziellen hier und jetzt heuer in dieser Saison wieder geleistet haben, auf die sind wir natürlich sehr stolz, wobei eben der Spielbetrieb schon eingeschränkt war. Aber wir wissen aus den vergangenen Jahren, dass wir immer wieder Meistertitel errungen haben in den verschiedensten Klassen und auch heuer entsprechend wieder einen Preis bekommen haben, wie schon vor einigen Jahren. Und das ist natürlich schon eine Sache, was einen Bürgermeister sehr stolz macht. Wir haben insgesamt jetzt 6 Nachwuchsmannschaften, betreuen ungefähr zwischen 90 und 100 Kinder. Was uns auch sehr stolz macht, ist, gerade in so einer Zeit ist natürlich auch wichtig, dass die Kinder beim Verein bleiben. Und wir haben, es haben ein paar aufgehört, aber es haben wieder einige angefangen und wir haben eigentlich einen kleinen Zuwachs gehabt, sogar in diesem schwierigen Jahr. Und da muss man sagen, haben wirklich alle wahnsinnig gute Arbeit geleistet und es ist sehr schön, wenn sich der Verein so entwickelt. Ein Danke auch an Peter Harrer, der den heimischen Fußball im Memmer TV regelmäßig sichtbar werden lässt und viele Fußballfans begeistert. Bleibt zu hoffen, dass es bald wieder das gewohnte Bild in den Stadien geben wird. Recht herzliches Dankeschön an dich einmal aussprechen für deine ausgezeichnete Arbeit, was du Jahr für Jahr leistest. Du bietest uns kleinen Vereinen eine richtige Plattform, wo wir uns auch präsentieren können. Und von deiner Seite einmal ein riesengroßes Dankeschön. Schöne Feiertag und alles Gute fürs neue Jahr. Bleib gesund und wir sehen uns dann hoffentlich an der gewohnten Wirkungsstätte in der Sportarena St. Marein-Lorenzen wieder. Kleines Dankeschön.
Sie Österreichs erfolgreichste Mundartband live mit ihren größten Hits. Beim Brunalm Open Air 2021. Am Samstag, den 3. Juli, auf der Brunalm Veitsch in St. Barbara im Mürztal. Erleben Sie ein unvergessliches Konzert für die ganze Familie. Emotionen hautnah. Karten erhalten Sie in allen Reiker-Filialen, am Gemeindeamt St. Barbara und bei Ö-Ticket.